Hallo ihr Lieben, heute geht es in dem Video um den Ombre-Effekt. Den hatten sich ein paar von euch gewünscht, dass ich den nochmal zeige, also wie ich den mache. Ich muss hier mal gerade was abknibbeln. Wenn ihr sehen würdet, wie mein Tisch drumherum aussieht, weil ich habe jetzt versucht, mal alles vorzubereiten und hinzulegen, damit ich nicht immer während der Aufnahme irgendwas suche und völlig chaotisch werde. Es wird einmal einen etwas eleganteren Ombre-Effekt geben. Dann bin ich inspiriert von dem super genialen Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Moment ist. In Aachen zumindest. Ich stehe ohne Jacke draußen. Fühlt sich an wie Frühling. Deswegen habe ich gedacht, mache ich einmal was in helleren Farben wieder. Und der hier ist noch nicht grundiert, weil ich da versuche, oder was ist versuche, ich möchte da mit zwei Cat-Eye-Gelen einen Farbverlauf machen und schauen, wie das dann aussieht. Und danach kommt noch so ein bisschen Nail Art drauf. Soll jetzt nichts Schwieriges sein, weil ich finde es auch immer wichtig, dass es was ist, was man vielleicht tatsächlich wirklich dann auch mal im Alltag, im Studio oder aber wenn ihr euch selber die Nägel macht, dann halt auch mal schnell selber anwenden kann. Also keine großartigen Schnickschnack. Also, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar benutze ich für den Ombre-Effekt, das ist so ein Pinsel, den habe ich bei Jet Set gekauft, mit so einem Schwämmchen oben dran. Und ja, man kann aber auch so einen stinknormalen, ihr seht, den habe ich auch schon benutzt, so ein stinknormales Make-up-Schwämmchen nehmen. Ich fange jetzt an mit dem hellblauen. Das ist die Farbe für den es interessiert. Das war mal so ein Set, was man gekriegt hat, die Macaron Edition von Studio Max. Das ist die Farbe Tim Tam Slam. Super. Da möchte ich jetzt einen Farbverlauf machen. Leider ist mir dieses Döschen ziemlich, beziehungsweise das Döschen daneben ziemlich ausgelaufen. Das ist aus dem gleichen Set. Das ist die Farbe Blue Cheesecake, nennt die sich. Und die ist halt, ich muss die noch umrühren, sehe ich, das ist dann eher so ins Türkise rein. Jetzt muss ich die mal kurz umrühren, weil ich habe die jetzt auch schon länger nicht benutzt, war ja Winter. Und da neigen ja die Kundinnen dann doch eher zu gedeckteren Farben und nicht so solchen Farben. Seht ihr, der ganze Tiegel, ich muss den gleich sauber machen. Nichtsdestotrotz nehme ich mir jetzt ein bisschen was von der Farbe auf mein Schwämmchen auf, streiche mir das hier ab. So, dass ihr es auch sehen könnt. Man kann es auch schon auf den Tipp auftragen. Ich mache das lieber aufs Schwämmchen drauf. Nehme mir dann meinen Tipp und fange an. Das Schöne halt an dem Schwämmchen ist, dass es relativ klein ist und man jetzt auch gut, wenn man am Nagel arbeitet, guckt bitte nicht auf meine Nagelhaut, ich muss unbedingt eincremen und ölen und vor allem meine Nägel neu machen, kann man auch am oberen Nagelrand bisschen präziser arbeiten als mit so einem Schwämmchen. Wie gesagt, ich habe den bei Jet Set gekauft. Ich verlinke euch das nachher auch noch. Ist aber kein Muss. So. Dann setze ich mir erstmal natürlich am unteren Rand viel Farbe auf. Also und werde jetzt nach oben hin versuchen, die Farbe auslaufen zu lassen. Dafür könnt ihr natürlich dann auch die andere Seite benutzen, wo keine Farbe dran ist. Und das Ganze durch immer wieder tupfen, möglichst dann nicht mit dem Pinsel nach da oben kommen. Ich liebe diese Vorführeffektmomente, aber dafür kann man es ja wegmachen mit einer Zillette. Ja. Mit der anderen Seite könnt ihr dann, wo keine Farbe dran ist, den Übergang noch ein bisschen weicher gestalten. Ich gucke, dass überall Farbe ist. Und ja, tupfen wir das so ungefähr bis zur Mitte hoch. Verblende das dann. Also ich möchte, dass das einen schönen Farbverlauf gibt. Verblende mir das hier noch so ein bisschen. So sieht das Ganze dann aus. Moment noch. Und das werde ich jetzt in die Lampe geben. Um das Ganze zu reinigen, könnt ihr dann auch wieder eine Zillette nehmen.
Und da stempel ich dann so quasi die Reste aus, die ich noch in dem Schwämmchen drin habe, indem ich da immer wieder, seht ihr, ne, drauf stupfe. Man kann auch mit ein bisschen Cleaner rangehen, nur wenn ihr damit weiterarbeiten wollt, so wie ich gleich, ist Cleaner ein bisschen doof. Weil dann ist das Ding nass und dann könnt ihr da nicht mehr viel ausrichten. So, ich mache es einfach, versuche das Gröbste rauszutupfen, damit ich gleich, wenn ich mit der anderen Farbe arbeite, eben nicht das Problem habe, dass ich dann noch Türkis da drin habe. Ne? So, ihr könnt dann auch vorsichtig einmal ein bisschen ausdrücken, aber alles wirklich nur so ein bisschen vorsichtig. Ne? Also jetzt nicht so rabiat mit dem Ding umgehen, weil dann habt ihr nicht viel Spaß daran. So, wie gesagt, das härtet jetzt gerade aus. Dann können wir uns schon dem nächsten widmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hatte mir zwei Farben ausgesucht, welche das, jetzt nehme ich mal so ein Effekt-Gel dazu, welches mir da besser gefällt. Ich habe einmal von Fingerspitzengefühl das Icy Mahagoni in der Farbe 6 Deluxe, von der Deluxe-Reihe, die 619. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Oder Sparkle Rodeo Dust von Nail Coat. Ich tupfe jetzt einfach mal das auf. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja mal noch abwischen. Das waren so die beiden, die ich mir überlegt hatte. Ich habe jetzt eben diese Vollton-Farbgel genommen und wollte euch jetzt in dem anderen mal zeigen, dass es auch mit Effektgelen unheimlich gut funktioniert. Und werde jetzt auch das Ganze von oben nach unten. Ich habe wieder ein bisschen hier drauf gestrichen. So. Und werde jetzt am oberen Rand anfangen und das nach unten rauslaufen lassen. Gleiches Spielchen, gucken, dass ihr vernünftig ansetzt. Ich verteile mir das jetzt erstmal am oberen Rand, dass das schön ausschaut. Und lasse das dann auch nach unten auslaufen ein bisschen. Ich will immer irgendwie, dass ihr es auch sehen könnt. Warte mal, vielleicht hole ich euch näher ran, so. Immer so ein bisschen weiter nach unten tupfen. Könnt ihr es erkennen? Und auch das dann erstmal zum Aushärten. Die Lampe, jetzt kann ich mich wieder meinem anderen Tipp widmen und wieder Farbe rein oder drauf. Für den Anfang finde ich es vielleicht sogar leichter oder schöner, den Effekt mit so einem Effektgel zu machen. Ich finde, es sieht ganz schön aus. Also man ist ein bisschen leichter zu verarbeiten. So, und auch hier wieder tupfen, dass das Zeug hergibt. Ich könnte das so ein bisschen besser sehen. Für mich ist dieser Blickwinkel kacke, aber da hänge ich auch mit der Lampe davor. Also von daher alles gut. So. Ich tupfe mir da jetzt ein bisschen Farbe raus, weil ich, wie gesagt, nach hier oben hin nicht viel haben möchte. So, ich hoffe, das kann man gut erkennen. Es sieht noch ein bisschen wubbelig aus. Das verliert sich aber nachher, wenn wir da Versiegelung drauf machen. Dann sieht das, wird der Übergang auch weicher. So, ich gleiche das jetzt hier nochmal aus, bis es mir gefällt. Also das ist wirklich so auch dann wieder Ansichtssache. Ne? Ihr könnt da so lange rumtupfen, bis ihr sagt, okay, das gefällt mir, das ist super. Und wenn ihr dann so wie ich jetzt gerade doch noch zwei, drei Partikel von dem anderen drin habt, dann nehmt ihr euch einfach einen Pinsel und macht die weg. Also diese braunen Stupsel hier will ich nicht drin haben. Und macht das weg. So, jetzt wird das auch wieder ausgehärtet. Nächster Tipp. Mein Effekt-Gel-Tipp. Das ist jetzt ein bisschen die elegantere Variante.
sauber und setze mir da auch wieder ein bisschen von dem Gel dann drauf. So, da. Und auch hier wieder von oben anfangen. Wenn jetzt Nagelhaut natürlich ist, bei einem normalen Nagel müsst ihr da sehr vorsichtig sein, könnt aber dann auch wieder mit einem Spotty oder aber einem Pinsel dann ausgleichen, ne? Oder wegmachen die überschüssigen. Was an die Nagelhaut gekommen ist, mein Gott. So, tupfen, 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 auch hier. Nach unten hin auslaufen lassen. Ich zeige es euch auch noch mal eben. Und auch ab in die Lampe. So, mein Schwämmchen brauche ich jetzt nicht mehr. Arbeiten möchte ich jetzt mit den Cat Eye Gelen von Aretini. Einmal in der Farbe Somali. Und einmal Bombay. Und damit möchte ich jetzt einen Längsverlauf gestalten. Und wie, das zeige ich euch jetzt gleich. Also ich trage jetzt erstmal auf einer Hälfte des Nagels den dunklen Farbton, also das Grau-Schwarz auf, den Bombay. Hier arbeite ich wieder in zwei Schichten, so ungefähr bis zur Mitte. Das Schöne an den Farbgelen von Aretini ist, dass sie unheimlich gut decken und auch sehr farbintensiv sind. So, es muss gar nicht so mega ordentlich sein, wir verblenden das ja hier nachher noch. Und auf der anderen Seite arbeite ich jetzt das Somali. Jetzt gehe ich her und nehme mir einen flachen Pinsel. Und gehe erstmal in die Mitte der beiden Farben und streiche darunter. Und jetzt gehe ich immer nach links rum und wieder nach rechts rüber. Links. So ein bisschen über die Mitte drüber. Um diese beiden Farben am Übergang zu mischen. Ineinander laufen zu lassen. Wie gesagt, ich mache das in zwei Schichten. So sieht das jetzt schon mal aus. Kurz setzen lassen und das Ganze kommt jetzt auch zum Aushärten. Gleich wiederhole ich das Ganze nochmal so. Jetzt kann ich die hier schon mal versiegeln. Und dafür nehme ich meinen Versiegler von Beauty Nail. Das ist einfach so ein Top- und Base-Coat aus der Flasche. Und der hat eine Schwitzschicht. Und trage jetzt die Versiegelung einfach mal auf. So, der ist auch ausgehärtet. Im Moment sieht er halt so aus. Mache das gleiche Spielchen wie eben nochmal. Ich trage auf der einen Seite grau auf. Seite meinen Rotbeerenton
Das ist wie gesagt nicht schlimm, wenn die beiden Farben jetzt übereinander kommen. Nur solltet ihr dann nochmal in den Rotton reingehen, natürlich vorher den Pinsel sauber machen, sonst versaut ihr euch eure andere Farbe. Das wäre total schade, weil auch die Gele sind jetzt nicht besonders günstig. Und man möchte sich die natürlich auch nicht versauen. So, jetzt habe ich die wieder beide nebeneinander aufgetragen. Jetzt das gleiche Spielchen wie eben. Ich gehe von oben runter. Und dann gehe ich nach links. Und dann gehe ich nach rechts. Mal so ein Stückchen. Ich schaffe mir so einen weichen Farbverlauf. Auch das Spielchen, solange ihr möchtet, bis es schön aussieht, bis es euch gefällt. Schön ist immer, liegt immer im Auge des Betrachters. So, und jetzt könnt ihr sehen, es geht von Rot rüber zu Grau. Und jetzt setze ich dann auch noch den... Wo ist denn jetzt mein Magnet? Ich sag noch, ich habe alles parat gelegt, genau. Jetzt gehe ich hin und nehme meinen Cat-Eye-Magnet. Setze den drüber. Und jetzt habt ihr auch da diesen tollen Effekt über beiden Farben drüber. So, das gebe ich jetzt auch nochmal schnell zum Aushärten. Die sind jetzt ausgehärtet und ich hatte die versiegelt und habe die jetzt leicht angebuffert. Und werde jetzt auf dem Tipp... Quatsch, jetzt habe ich mich vertan. Andersrum, mein Plan war anders. Auf diesem Tipp ein paar Schnörkel malen, auch jetzt nicht so besonders schwierige. Ich hole euch näher ran dazu. So. Wie immer, wenn ich Schnörkels male und auch so euch das zeige, lege ich mir den Tipp ganz gerne hin. Ich benutze dafür das One Stroke White von Jet Set. Jetzt habe ich schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten. So, und jetzt fange ich an, ich setze mir einfach so einzelne Tropfen. Ich fange hier an, setze diesen Tropfen und ziehe das Ganze runter. Den nächsten Tropfen setze ich hier oben hin und auch den ziehe ich runter. Und beim Runterziehen lasse ich den Druck weniger werden, damit sich dann diese dünne Linie ergibt. Das Ganze kommt jetzt zum Aushärten in die Lampe. So, beim nächsten Tipp habe ich mir überlegt, da möchte ich gerne so ein paar Konfetti-Chrom-Dots drauf machen. So sehen die ganzen aus. Die habe ich mir bei Jet Set bestellt. Die gibt es in verschiedenen Farbkombinationen. Ich werde jetzt hier so silberblau und rosé verwenden. Gold finde ich passt jetzt nicht so ganz. Dafür nehme ich mir ein ganz einfaches Clear Gel, was ich da drüber streiche. Dann setze ich mir die, wie ich gerade fröhlich bin. Jetzt hängt da natürlich ein goldenes dran. So. Wie ich gerade fröhlich bin, auf meinen Tipp drauf. Zum Aufnehmen dieser Dots könnt ihr zum Beispiel einen Spotty nehmen und da ganz leicht Clear Gel drauf machen. So, und ich möchte die auch so ein bisschen übereinander setzen, das finde ich sieht total süß aus.
eins dahin und das Ganze dann auch zum Aushärten in die Lampe. Ja, dann habe ich noch den Cat-Eye-Tipp. Da ist er. Da habe ich jetzt überlegt, mache ich da einen Stempel drauf oder was mache ich? Und nein, ich werde da einfach Steinchen kleben, weil das ist auch ein Thema. Ich meine, mittlerweile wissen es viele, welchen Tippkleber man da gut benutzen kann zu. Ich habe wirklich schon einige ausprobiert und bin also recht begeistert von dem von Trend Nails. Und das werde ich euch auch gleich zeigen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ja auch Steinchen aufgeklebt. Die Nägel sind jetzt auch schon rausgewachsen und da ist mir keiner von abgeflutscht, obwohl ich auch ein Nagelsteinchenknibbler bin. Das heißt, ich sitze dann so da, gehe da drüber, weil das so schön rau ist, auch wenn ich nicht drüber nachdenke. Also die werden bei mir schon recht belastet. So, ich suche mal eben ein paar schöne Steinchen raus und dann bin ich gleich wieder da. Strasssteinchen rausgesucht. Hier ist mein Tipp. Hinlegen. So, jetzt nehme ich mir den Kleber von Trend Nails und zwar ist das der nicht in der Pinselflasche. Richtig. Nehme mir jetzt ein bisschen Kleber oder packe mir ein bisschen Kleber auf den. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Alufolie. Habe den Nail Art Picker von Trend Nails. So sieht der aus, das ist vorne Wachs. Also das war eine Anschaffung, die würde ich jederzeit wieder machen. Der ist total super. Kann ich euch also nur empfehlen. Auch den werde ich euch dann verlinken. So, jetzt möchte ich... Ich habe hier so einen alten Spotty, den nehme ich dann immer für Kleber. Und jetzt setze ich mir erstmal ein größeres Steinchen hier oben in die Mitte. Ich habe gerade geguckt, ob ihr auch im Bild seid. Könnt ihr sehen, ich habe das auf dem Picker drauf, passiert nichts und setze mir das Steinchen ab und schon ist es angezogen. Also ich finde, es ist eine super Sache. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Kleber auf, setze es allerdings jetzt ein bisschen weiter unten, weil ich möchte gleich einen Kranz mit Perlchen noch da drum rum machen. Und nehme mir jetzt einen nächst größeren Stein auf. Warte, bis das Ganze angezogen ist. Und schon sitzt der zweite Stein. Und jetzt möchte ich darunter noch einen kleinen. Am besten funktioniert dieser Kleber auf einer Versiegelung, also wenn ihr eine Versiegler mit Schwitzschicht nehmt, bitte natürlich aber die Schwitzschicht abmachen. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht technisch erklären. Es ist aber so. So, die drei Steinchen sind schon mal drauf. Das andere größere Steinchen packe ich mir jetzt mal auf Seite. Ich will ja nichts verschwenden hier. Und jetzt möchte ich hier diese Perlchen noch verarbeiten. Ja, es ist ein Graus, ich weiß. Nicht nur für euch, für mich auch. Diese sind auch nicht besonders gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Also da würde ich dann vielleicht auch mal in dem Shop gucken, wo die jetzt nicht so mega günstig sind, weil meine verlieren die Farbe, warum auch immer. Also ich habe jetzt schon viele Bilder gesehen oder Finger auch gesehen, da wirkt das noch richtig silber. Bei mir verliert es leider die Farbe. Ich werde mich da jetzt auch mal nach umgucken. Und so, dafür nehme ich mir jetzt einen Versiegler ohne Schwitzschicht. Ich nehme den von Beauty Nail Elastic Perfect Finish. Setze mir da einen Tropfen auf meiner Alufolie ab. So. Und jetzt brauche ich einen Nailart-Pinsel. Jetzt mal den. Und
paar von den silbernen Kügelchen. Die schütte ich jetzt vorsichtig da drauf. Ja, ihr könnt das natürlich noch vorsichtiger machen als ich. Meine fallen gerade alle daneben. Aber wie gesagt, ich bin ja eh nicht so begeistert von denen. Von den Kügelchen an sich schon, weil man da echt süße Sachen mitmachen kann. So, jetzt mische ich mir das an. Mische diese Kügelchen in das, in den Versiegler mit rein. So. Jetzt kommt ein bisschen Frisselsarbeit. Da werde ich jetzt auch nicht viel reden, sondern das dann gleich wieder so im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. Also ihr habt das gut gemischt. Ich habe das mit Kleber mal probiert. Also für mich, bei mir war es eher eine Sauerei als alles andere. Und ich möchte jetzt eigentlich auch nur diesen großen Stein hier damit umrunden. Und ja, ich finde, das mit der Versiegelung hält es ganz gut. Probiert es einfach mal aus, wie es für euch am besten ist. Also ich mache das jetzt, ich umrunde jetzt quasi den großen Stein mit diesen kleinen Perlchen. Und ja, ihr könnt da gerne überhaupt zuschauen. Ich nehme mir halt immer, um das am Anfang kurz zu erklären, mit dem Pinsel. Seht ihr, hier ist ein kleines Perlchen drauf. Und setze mir das dann ab. Manchmal hat man auch zwei oder drei. Wichtig ist nur, dass ihr versucht, mit dem Versiegler nicht auf den Stein zu kommen, weil dann nehmt ihr dem Stein den ganzen Glanz. So, jetzt richte ich die Perlchen nochmal, bevor es zum Aushärten geht, gucke ich, dass ich mir die nochmal, die rutschen natürlich durch die Versiegelung so ein bisschen weg, aber ich muss schon sagen, also selbst ich habe dabei teilweise Hirnkrämpfe, beziehungsweise muss ich meine Augen dann immer so ein bisschen kniepen, um da auch alles sehen zu können und so weiter. Ich glaube, ich bette langsam ein, ich brauche eine Lesebrille. So. Das härte ich jetzt auch aus und dann hole ich euch mit allen dreien dann zurück. So ihr Lieben, jetzt sind alle drei Tipps fertig. Ich zeige es euch nochmal der Reihe nach. Den wir als letztes gemacht haben, ist der Cat's Eye Ombre. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so grandios einfängt. So. Dann habe ich einmal unseren Frühlingsombre gemacht mit den schönen Glitzersteinchen, nicht Steinchen, Glitzer, na, Dots, Konfetti von Jet Set. Und einmal den etwas eleganteren Tipp mit der weißen Malerei drauf. So, ich hoffe, euch haben die drei Beispiele gefallen. Es ist jetzt ein bisschen einfaches Design gewesen, was man relativ gut nachmachen kann. Und ich denke, das ist auch so das, was euch gefällt. Schreibt es mir doch in den Kommentaren. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.